Hallihallo und herzlich willkommen bei Medieval Dynasty. Heute jagen wir das Stroh, damit wir hier ein bisschen, ja, die Gebäude weitermachen können. Damit wir dann demnächst vielleicht ein paar neue Leute anwerben können. Und wir haben ja letzt entdeckt, hier ist ja eine ganze Flachsreihe. Na, nicht Flachs, Ried, Entschuldigung. Der Ried zappelt so. Zappelried. Man kennt ihn, den Zappelried. So. Aber ich bin sehr glücklich darüber, dass wir das doch hier so nah haben. Dass wir nicht... Ja, Wasser trinken wollen wir jetzt eigentlich nicht. Dass wir nicht so weit laufen müssen, um uns dann regelmäßig hier den Ried zu sammeln. Weil immer in das Dorf zu laufen, war halt schon echt anstrengend. Es war halt schon einiges. So. So, ein bisschen mehr Ried noch. So. Wenn alles klappt, machen wir dann heute den Tonbewurf fertig. Und können das Haus abdichten. Das heißt, dass wir dann rein theoretisch neue Leute hier anwerben können. Fällt an sich gar nicht so unpraktisch. Dann haben wir vielleicht bald für alle Sachen Leute hier. Obwohl, warte, ich am liebsten würde ich das halt alles mitnehmen, aber... Ja, das wird schon zu viel sein. Aber warte, ich kann ja noch Stöcker rauspacken. Das hat eindeutig nicht gereicht. Machen wir so, wir können ja eh nur gerade Zahlen... Fertigen. So. Turmbewurf. Nein, da habe ich 50 reingepackt. Oh, und die... Ich bin so dumm. Entschuldigung. Ja, ich habe es genau andersrum gemacht. Ey, ich bin ein Held. Ich bin so ein Held, ne? Oh nein. Das wird ewig dauern, bis wir da sind. Deshalb gehen wir mal wieder seitlich. Oh, die Bäume, ne? Ich bin echt gespannt, wie hübsch die aussehen werden, wenn die mal groß sind. So. Das haben wir auch geschafft. Und dann machen wir ein bisschen Tonbewurf. Und was wir dann auch noch machen müssten, wir müssten eigentlich noch den Ton ausgraben, der gefühlt 2 Kilometer weiter von uns entfernt ist. Das sollten wir auch heute machen. Damit wir dann möglicherweise Ton haben. Oh, wir brauchen Brennholz für die anderen. Das müssen wir heute auch noch machen, sonst weinen die wieder. Ach, ist das alles schwierig. Ist das alles schwierig mit denen. Die wollen auch alle immer alles haben. Und am besten immer alle gleichzeitig. So. Wollte ich mal gesagt haben. So. Mach doch hier ein Haus für neue Mitbewohner. Da könnt ihr doch nicht direkt sagen, so, wir brauchen ganz viel und so. Ich habe gerade andere Dinge zu tun. So. Mecker, mecker, mecker. So, selbst das wird mal wieder nicht reichen. Wer hätte es gedacht? 10, 10, 10, 10. Da brauchen wir 8 für. Da brauchen wir auch noch 6. Okay, dann machen wir erstmal den hier. Da.
Tönchen, komm mit. Die Frage ist, die Enten und Gänse, muss ich da auch Tonbewurf drauf machen oder schaffen die es im Winter dann zu überleben? Das ist eine sehr wichtige Frage, die ich habe. Nachher kaufen wir uns ein Entchen oder so und das stirbt dann im Winter, weil wir das nicht mit Ton bedeckt haben, das Ding. Das wäre halt echt traurig. Du trägst zu viel. Ach, wirklich? Wer hätte das gedacht, dass ich mal zu viel trage? Garantiert niemand. So. Ja, du kannst mich auch mal kreieren. Hab mich lieb. So. Mein Hund riekelt sich. Nicht wundern, wenn man das Kratzen der Krallen hört. So. Perfekt. Das ist doch wunderbar. Wunderbärchen hier. Den Tonbewurf packe ich erstmal hier wieder rein. Den Ton gleich mit. Tonbewurf, Stroh. So, denn wir werden jetzt erstmal wandern gehen. Mit meiner Schaufel. Na, Häschen? Hä? Okay. Oh no. Hat sich... Ach, doch. Ich wollte gerade sagen, hat sich noch kein Ton gebildet? Doch. Hätte mich auch gewundert. Es ist so gut, dass wir ein Tonvorkommen bei uns in der Nähe haben, ne? Dadurch können wir es halt wirklich schaffen, irgendwann alle unsere Gebäude, ja, safe zu machen vor dem Winter. So. Da ist nichts mehr. Meine Holzschaufel. Die ist gerade kaputt gegangen. Mie. Du bist schmutzig. Wer hätte das gedacht? Ich grabe ja auch nur Ton aus. So, hier haben wir noch drei Tondinger. Hey, wer hätte es gedacht? Ich bin überfüllt. Aber den letzten Ton nehme ich jetzt auch noch mit. Weil wir wissen alle, dass in der nächsten Jahreszeit gibt es dann wieder einen neuen Ton. Und es wäre halt einfach ziemlich dumm, den hier zu lassen und nicht mitzunehmen bzw. einzusammeln. Wenn bald eh wieder neuer Ton da ist. Weil wir werden so viel Ton brauchen, wenn ich mir das anschaue, wie viele Gebäude wir da fertig machen müssen. Das ist halt ultra viel. Hat er da gerade hingekackt? Es sah zumindest danach aus. Hier ist alles voller Kaninchen. Also rein theoretisch müssten wir hier mal eine Kaninchenjagd veranstalten. Ja, hier, ich kann mir halt vorstellen. Warte mal, das werde ich jetzt mal gucken. Das können wir nicht verputzen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, das wäre das Tierfutter. Druck erforderlich. Sack öffnen. Achso, da können wir dann Tierfutter machen. Okay.
Das nehmen wir mal mit. Oh nein, ich war dumm. Stroh nehmen wir auch mal mit. Dann holen wir gleich den Tonbewurf. Obwohl, den da hinten halt hinzuschlüren, ist halt dumm, wenn wir hier alles noch mit Ton eindecken wollen. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Verdorben ist nur eins. Ach. 50 Ton haben wir schon wieder. Das ist schon wirklich viel. So, wir sind schmutzig. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen waschen. Dann gehen wir ein bisschen trinken. Und dann müssen wir uns überlegen, was wir heute tun wollen. In Borosnoven Schnacken Ducken gibt es was zu tun. Das heißt, wir gehen mal gerade rüber. Mal gucken, was sie von uns wollen. Bin gespannt. Wie gesagt, ist ja gleich um die Ecke hier. Können wir gut ausnutzen. Da kommt man halt echt schnell hin. Wenn es jetzt heißt, er schießt mal gerade drei Bären, wäre ich jetzt nicht dabei. Ne? Ich hoffe, das wissen die auch. Aber ich wäre mir da nicht so sicher. Ja. 10 Jahre später. Aber die Brücke ist toll. Ich frage mich, ob wir irgendwann auch lernen, Brücken zu bauen. Finde ich schon cool. Die haben halt auch über einen kompletten Zaun drumherum. Das ist halt auch safe, ne? Die hier auch gar nicht. Naja, so ab und zu mal ein paar kleine Zäunchen, aber nicht viel. So, wer wollte jetzt was hier? Wo? Hä? Bin ich schon dran vorbei? Warst du es? Nein. Hier in der... Hallo, hübsche Dame, du bist es nicht. Oh, du bist es auch nicht. Ah! Ida! Hallo, wie kann ich dir denn helfen? Ich brauche die Hilfe eines starken Mannes. Natürlich würde ich dafür bezahlen. Na, was willst du denn? Ich muss meine Familie ernähren, ich brauche Vorräte. Ja, sollte nicht schwer sein. Was willst du denn? Hilfe einer Mutter. Ja, ja. Sieben Fleisch, okay. Und 7 Bären. Kann ich dir die Hälfte schon mal geben? How is life treating you? Nö, natürlich nicht. Du kriegst meine verschimmelten Bären. Das ist halt praktisch. Hat sie nicht gesagt. Da ist mein Bogen. 7 Fleisch brauchen wir. Kaninchengebiet entdeckt. Wo habe ich das denn entdeckt? Also, bis jetzt sehe ich hier kein Kaninchen. Krähen entdeckt. Krähen, Kaninchen, wo seid ihr? Falls ihr dieses wunderbare Atmen hört, das bin nicht ich, das ist mein Hund. Dieses... Ihr ist warm. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ist das ein Stein oder ein Kaninchen? Es ist ein Steininchen. Gut. War das nicht der Wald, wo ich mal so kläglich irgendwo reingerannt bin? In so ein paar Wölfe? Kommt mir nämlich irgendwie bekannt vor hier. Oder ein Mufflon hier. Oh!
Mufflon! Hey Mufflon, komm her! Der Bank nur zum. Oh, heilige. Heilige Kacke. Oh! Das sind seine Kumpels. Ich bin da mal weg. Das war alles, was ich wollte. Ich brauche noch eine Ich und einen Bären. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, die machen jetzt keine Jagd auf mich. Okay, der Bär wird 100% auch richtig übel. Aber der Elch, den kriegen wir hin. Das, wenn er nicht wieder wegrennt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Ich glaube, wir hatten auch nur Glück, weil der Baum im Weg stand. Hi du, hier. Boah, ich zitter gerade. Ich zitter gerade übelst. Das war schon schwierig. Das war schon echt schwierig. So, meine Freunde, ich bin da mal weg. Ciao. Ich komme nie wieder. Boah. Übel. Wirklich übel. Vor allen Dingen, ich habe ja jetzt da drüben noch eine Aufgabe. Ich habe allerdings vergessen, was. Warte mal, Tagebuch. Kaninchen oder Hirsche? Gut, Kaninchen sollte ich hinkriegen. Jetzt muss ich die nur noch finden, ne? Kaninchen, ich suche euch. Wo seid ihr? Ihr müsst doch hier sein. Ihr Kaninchen, ich brauche euch. Kaninchen. Hä? Seeadlergebiet, ja, Fuchsgebiet. Gibt's ja auch Kaninchen. Hey Füchslein. Gibt's hier Kaninchen? Hast du Kaninchengebiet. Gut. Das ist ja die Frage. Wo sind die Kaninchen? Sehe die Füchsis. Aber keine Nienchen. Oh, da war ein Nienchen. Das Problem ist, Nienchen ist jetzt weg. Sorry. Weiß nicht. Ich auch nicht. Sorry.
Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das dann zählt hier. Das ja, haben wir jetzt zwei. Okay, gut. Funktioniert also. Dann happern wir mal ein bisschen was hier rein. Da oben sind ein paar Freunde von mir. Bist. Hallo Nummer 3. Jetzt brauchen wir nur noch 4 und 5. Am besten wären 4 und 5 kann. Was machst du da? Billy, runter da! Probierst du das, was ich glaube, was du. Wir können gleich spielen. Sie ist gerade auf den Schrank geklettert. Also auf die Kommode hinter mir. Weil sie anscheinend an ihren Katzen wedeln wollte. Wir spielen gleich, Schatz. Ich höre Schritte. Ich brauche doch nur noch 2 Kaninchen, ey. Mist. Oder den Elch und ein Kaninchen? Steinpfeil. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Das ist nicht gut. Darf nicht abhauen. Oh, jetzt treffe ich aber auch gar nichts mehr hier. Oh, den habe ich getroffen. Den Hoppelmann. Ist ganz gut. Den brauchte ich ja auch. So krank hier, einfach alles tot gefühlt. Ja, Kaninchen. Gut, dann zeig sie mir. Da hinten ist ein Hoppelmann. Da auch. Sorry! Ich habe eine Quest. Wie viel brauche ich für einen Stein und noch ein paar, gut. So, 5 und einen Stein. Du. Ich frage mich, wo wir uns gleich auf der Map befinden. Wir sind so weit gelaufen. Oder wir sind einfach dauerhaft nur im Kreis gelaufen. Das könnte auch sein. Wäre ein bisschen krank, aber würde ich uns zutrauen. Ja, okay. Ungefähr da lang müssen wir. Hatte ich tatsächlich auch vermutet, dass wir hier lang müssen. Ja, ciao. Hau mal ab. Du bist schmutzig. Dankeschön. Du auch. Na, da vorne müssen wir hin. Ja. Wir rüsten mal direkt die Quest hier aus. Damit wir den gleich auch ganz schnell finden. Weil wir müssen jetzt erstmal ganz schnell was trinken und dann müssen wir zu dem Typen. Oh. Nebenbei machen wir uns mal sauber hier. Ja, sieht super aus. Ach ja, unsere Leute brauchen ja immer noch Feuerholz. Das habe ich ja schon wieder vergessen. Sonst sind die ja wieder grumpelig.
Du bist es nicht. Bist du die Wurst? Du warst es auch nicht. Wer von euch war's? Bist du es? Hast du uns die Quest gegeben? Ja. Hier. Dankeschön. Yippie! So, wir haben das geschafft. Wir haben das geschafft, wir haben das gemacht. Wir sind glücklich und können nach Hause wandern. Wenn wir das dann geschafft haben, ja, wenn wir dann irgendwann mal zu Hause sind. Jetzt sind wir halt voll überfüllt. Warum auch mal? Ich habe keinen Plan. Wahrscheinlich wegen der Spitzhacke und dem... was auch immer. Wenn wir dann irgendwann mal zu Hause sind, müssen wir noch das Brennholz machen. Damit die beiden nicht ohne Brennholz sind. Und dann sind wir glücklich, freuen uns unseres Lebens und haben den Sommer überstanden. Ich bin echt gespannt, wie es weitergehen wird. Weil wir haben ja jetzt, doof gesagt, hier die letzten zwei oder die letzten drei Tage viel geschafft. Richtig viel geschafft. Richtig viele Häuser gebaut. Viele Aufgaben erledigt. Ja, wir können schon stolz auf uns sein, würde ich sagen. Vor allen Dingen, jetzt dauert es nicht mehr lang, dann können wir uns irgendwann Hühnchen besorgen. Klar, also wir müssen unser Business wieder erweitern. So, jetzt muss ich zur Essenshütte oder zur Jagdhütte. Dann machen wir Trockenfleisch raus, ist glaube ich besser. Zur Jagdhütte. Auf, zur Jagdhütte. Das ist die schon. Huch. So. Trockenfleisch. So. Also, wir haben super viel geschafft. Wir machen jetzt super viel Trockenfleisch, damit sich ja alle Leute hiervon ernähren können. Dann würde ich demnächst halt gerne auf Zäune gehen, dass wir so ein bisschen das Dorf einzäunen. Dann, ja, müssen wir einen Bogen basteln, sehen wir hier gerade. Bogen habe ich ja freigeschaltet, also rein theoretisch, den können wir schon basteln. Da müssen wir uns bloß heraussuchen, wie wir das machen. Dann müssen wir Elche jagen, das kriegen wir hin. Bären jagen wird, glaube ich, schwieriger. Da habe ich echt Schiss vor. Vor allen Dingen weiß ich, wo wir ja dahin müssen. Das haben wir uns hier extra markiert, das ist ja immer noch der blaue Pfeiler da oben. Wenn wir das machen, dann, ja, können wir viel Spaß haben mit den Bären. Also, ich weine jetzt schon innerlich, wenn ich daran denke, dass wir den Bären erlegen müssen. Aber naja, können wir halt nichts anderes machen, nö. Was muss, das muss, würde ich sagen. Ach ja. Das mit dem Fleisch klappt hier super, wie ich sehe. Dauert ja nur 200 Jahre. Deshalb, wir brechen das mal gerade ab. Dann essen wir noch ein bisschen. Bisschen ist gut. Alles, was wir gerade gemacht haben. So, das dann auch noch. Dann packe ich das Fleisch erstmal hier rein. Das werden wir nämlich gleich weiter bearbeiten. Werdet ihr allerdings nicht mitkriegen. Weil ich mache das nämlich... Da ist die Tür. Dann außerhalb der Aufnahme. Ich werde bloß jetzt nochmal hier die Stämme mitnehmen. Mal gucken, haben wir noch irgendwo einen? Da, den nehmen wir auch noch mit. Du trägst so viel. Och, wer hätte das gedacht? Tue ich ja nie. Also wir nehmen die Stämme mit. Ach, die warten schon aufeinander. Aha, so ist das also. Wandern dann hier hin. Und machen Brennholz.
So. So macht man Brennholz, Leute. Guckt euch das genau an. Ja, dann könnt ihr das auch. Oh, du trägst zu viel. Wer hätte das denn gedacht? So. Und weil wir das so schön gemacht haben, legen wir den das hier in die Kiste. Und dann seht ihr gleich oben links in der Ecke steht dann, oh, wir haben wieder Brennholz. Wir sind glücklich. So viel, also die brauchen echt wenig Wasser, muss ich sagen. So, hier, euer Brennholz. Jausen, Kabausen, bin er mal weg. Und direkt ist es weg. Ja, so macht man das. So sollte es sein. Das wollen wir hier raus. Dann mache ich gerade nochmal Kistenbestückung. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Leder kommt da rein. Sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Und wir sind ein bisschen sachenärmer. So. Und dann geht's bei uns hier hiermit weiter. Und ich verabschiede mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!